Bettina von der Radio Teddy Morgenshow und ich wollte heute mal was für euch kochen. Ich weiß nämlich, Kinder essen nicht so gerne Gemüse, meistens jedenfalls oder öfter mal. Und wenn meine Tochter Leni zu Hause Besuch hat, dann mache ich immer mein berühmtes Kartoffelgesicht mit Fischstäbchen. Und da werden immer alle Teller blitzblank gefuttert. Und das wollte ich euch einfach mal zeigen. Ihr könnt Mama und Papa auch dazu holen, dann wissen gleich alle aus der Familie, wie es geht. Das ist auch ganz einfach. Wir wollen erstmal ein richtig tolles Kartoffelpüree machen. Dazu habe ich jetzt mal hier wie ein Fernsehkoch mir schon mal alles aufgebaut. Ihr seht, da gehört gar nicht viel dazu. Hier sind die Kartoffeln. Die kriegen jetzt noch ein bisschen Salz. Und dann werden die einfach mal auf den Herd gesetzt. So, Deckel drauf. So ist das schön energiesparend. Jetzt zeige ich euch mal, was ihr noch dazu braucht. Was braucht ein schönes Gesicht? Es braucht erstmal Haare auf dem Kopf. Dann braucht sowas wie Ohren oder auch Locken. Könnt ihr euch aussuchen. Das sind dann die Fischstäbchen. Dann stellen wir jetzt mal zwei Augen her und das geht so. Wir schneiden jetzt hier mal zwei Gurkenscheiben ab. Und dann seht ihr hier, in den Gurken ist ja dieses Kerngehäuse. Und da nehmen wir mal die Hälfte von weg. Drücken wir das mal raus. Könnt ihr gleich wegnaschen. Und damit guckt das schon. Dann brauchen wir natürlich eine Nase. Das wird die Kirschtomate sein. Die Haare legen wir uns auch schon mal zurecht. Aus der Paprika versuchen wir jetzt mal einen richtig schönen lachenden Mund zu schneiden. Das ist Messer nicht so, ich gebe mir für euch extra Mühe. Und da lacht er. Also unsere Kartoffeln sind jetzt soweit erstmal fertig. Und ich habe da schon ein bisschen Muskat reingemacht. Salz macht man nochmal nach Geschmack, wie euch das so schmeckt. Und damit ein bisschen breiiger wird, mache ich noch ein bisschen Milch mit rein. Während unsere Fischstäbchen jetzt fertig brutzeln, werde ich jetzt mal anfangen, das Gesicht anzurichten. So, jetzt haben wir hier unser schönes, formidables Kartoffelpüree. So, dann kriegt er jetzt Haare. Dann kriegt der jetzt seine Äuglein, seine Nase und den Mund.